hier, das ist Marita. Das bin ich, Ralf. Und unsere Halberg Rassi 382, Baujahr 1989. Morgens um 6 Uhr schließt sich das Schleusentor hinter uns und die Reise beginnt. Ich hatte im Winter ein neues Filtersystem eingebaut und die Schlauchstelle von dem Wasserschlauch habe ich nicht richtig festgezogen. Die hat sich gelöst und die Druckwasserpumpe pumpte ungehindert das Wasser ins Boot. So konnten wir gleich unseren neu eingebauten Bilgenalarm testen, der einwandfrei funktioniert. Aus welchen Gründen auch immer, wir sind das erste Mal auf Helgoland und die Insel gefällt uns außerordentlich gut. Natürlich hat das Wetter auch mitgespielt. Für die nächsten Tage war Starkwind angesagt und wir entschieden uns weiterzufahren. Die Entscheidung fiel für Wangerooge und Wangerooge ist bei Hochwasser gut anzulaufen. Wir haben einen Tiefgang von 1,90 Meter und es war kein Problem. Von Wangerooge ging es weiter nach Norderney, dort machten wir nur einen kleinen Zwischenstopp und von dort ging es weiter nach Oost-Vlieland in den Niederlanden. Das ist ein bisschen tricky anzulaufen bei ablaufendem Wasser, da die Einfahrt sehr schmal ist, aber es ist auch ohne weiteres machbar. In Oost-Vlieland ist keine Putztankstelle, aber den Kanister, die Karre und den Schlauch kann man sich beim Hafenmeister kostenfrei leihen. Und einmal über den Deich, dort ist eine Kfz-Kartentankstelle und dort bekommt man den Sprit, den man braucht. Das Wetter sollte insgesamt schlechter werden und wir entschieden uns über das Alte Meer und dann über Amsterdam zu fahren. Wie man sieht, geht es flott vorwärts und die Entscheidung war genau die richtige, die wir getroffen haben. Vom Sixthafen kann man sehen, dass man auf dem Dach des Hochhauses schaukeln kann. Wenn so ein Kymo und eine Fähre kommt, dann wird es auch schon mal länger. Das ist unser neues Leichtwindsegel, der Oxley, und ich bin damit sehr zufrieden. Mittlerweile haben wir drei Länder verlassen und die französische Flagge wird gehisst.
wie man sieht, sieht man nichts. Wir fahren mit Radar und AIS und halten Ausschau, soweit es geht. Aber da vorne ist die Rote Tonne, das sind vielleicht 100 Meter, 50 Meter. Die liegt schon im Nebel. Im Moment haben wir steigendes Wasser. Dort drüben ist der Hafen für Gastliga. Wir haben ja eine Tide bis zu 7 Meter. Aber an den ersten Stegen ist es tief genug, man fällt nicht trocken. Gerade läuft eine holländische Yacht ein. Dort ist die offene See. Mein Gott, sind das Krebse. Wir sind jetzt in der Normandie und fahren auf Dieppe zu. Die Küste ist gesäumt von Kreidefelsen, aber was besonders beeindruckt, ist dieses türkisfarbene Wasser. Das habe ich auch so bisher noch nicht wieder gesehen. Wenn man Le Havre auslässt, verpasst man nichts. Eben schien noch die Sonne und jetzt ist hier gerade mal Weltuntergang. Heftig, wir schaukeln hier sogar im Hafen. Ja, gestern sind wir gegen den Strom, mit dem Strom gegen die Welle und den Autopilot kurz eingeschaltet, weil wir was ändern wollten. Das knirschte nur noch im Gepäck und dann war das Ding auf Feierabend. Heute Morgen auch immer noch. Ist also in der Nacht nicht heile gegangen. Und nun versuchen wir das hier auseinanderzubauen, um der Sache auf den Grund zu gehen. Und was da eigentlich jetzt kaputt ist. So, und dann schauen wir jetzt mal nach. Ja, der Autopilot war nun hinüber. Es gab keinen in Deutschland, keinen in Frankreich, keinen in Spanien. Und wir mussten noch über die Biskaya. Wir versuchten wirklich überall einen zu bekommen, aber dadurch, dass die Ersatzteilversorgung aus China nicht lief, konnten keine geliefert oder hergestellt worden und so hatte Remarine nichts am Lager, nirgendwo. Wir hatten zwar unsere Windfahne an Bord, aber bei wenig Wind hilft einem die nicht wirklich weiter und somit mussten wir doch einige Strecken von Hand steuern. Das ist der Zugang zu unserem Steg. Dort, wo die Bettwäsche hängt, das ist unser Schiff.
Wir sind reingefahren, haben den Liegeplatz zugewiesen bekommen. Aber unser Nachbarboot war dicker, als wir vermutet haben. Und so sind wir ein Stück rausgefahren, sonst hätten wir da gar nicht reingepasst. Aber es ist definitiv die bessere Seite hier, weil die Sonne bis in die Abendstunden scheint. Und auf der anderen Seite drüben, bei den Lokalitäten, ist die Sonne natürlich durch die Häuser schon eher weg. Ein sehr schöner Liegeplatz. Und wir sind gerne hier. Aber irgendwann kommt der Punkt, wo man weiter muss. Die Brücke dort öffnet immer um halb. Aber wenn hier kein Liegeplatz drin ist, dann öffnet sie auch nicht. Aber wenn man raus will, öffnet sie, wie gesagt, um halb. Vorne beginnt die Fressgasse, nenne ich sie mal. Weil da ist nur Essen und da gehen wir jetzt mal durch. So, das ist eigentlich für die Gastliege. Dort, wo das Motorboot jetzt rauskommt, ist eine Schleuse, die haben sie installiert. Und zwar ist jetzt draußen, das ist die Seine dahinter, die nach Paris geht, ist Niedrigwasser. Und damit hier nicht das ganze Wasser rausläuft, ist dort eine Schleuse. Und somit haben sie hier immer den gleichen Wasserstand. Und man kann hier zu jeder Zeit rein- und rausfahren, eben durch die Schleuse. Der 1O meinte, er müsste mal wieder ein bisschen mehr Sport machen. Und das sieht ja richtig professionell aus, ne? Ja, mit Schuhgröße 36 ist das natürlich auch schwierig, ne? Bauch, Beine, Po. Der wartet darauf, dass die Schleuse aufmacht. Und dort ist es ziemlich flach. Wie man hier sieht, ist Niedrigwasser. Hier kann man wunderbar jetzt die Strömung erkennen. Das ist schon ganz schön heftig. Wir wollen morgen abreisen und auf dem Hochwasser nach draußen fahren. Und dass irgendwann die Strömung uns dann mitnimmt. Wie wir hier reingefahren sind, stand das Areal komplett unter Wasser. Und nun kann man hier drauf rumlaufen. Ein riesengroßer, sehr schön angelegter Park. Die Autos müssen stoppen. Der Mensch mit den wenigen Haaren steuert das Ganze. Punkt halb. Und schon geht der Irrsinn weiter. Hier sind wir in einem ganz tollen Fischgeschäft. Die Auswahl war so reichlich und es war alles frisch und lecker und sah ganz toll aus. Dort unten sieht man den Stadthafen, der unheimlich zentral gelegen ist und dadurch natürlich sehr beliebt ist.
Das ist die Einfahrt in Richtung Honfleur. Dort vorne sieht man die Schleuse, über die fliegen wir jetzt. Und ja, rechts davon liegt Honfleur. Wunderschöner Ort und wir haben Glück mit dem Wetter. Unten rechts kommt jetzt der Anmeldesteg. Dort soll man festmachen. Dort kommt auch jemand und weist einem einen Liegeplatz zu. Eventuell muss man ein oder zwei Tage da liegen, bis ein Platz im Stadthafen frei wird. Die Brücke von Honfleur öffnet sich für uns um 9.30 Uhr. St. Vaas La Hutsch ist wirklich ein schöner Ort. Leider hat es den ganzen Tag geregnet und so entschlossen wir uns dann doch weiter nach Cherbourg zu fahren, warteten auf Hochwasser und bis das Tor dann aufgemacht wird. So, das Tor ist jetzt auf. Hier werden die Krebse und die Muscheln gleich an der Pier verkauft. Wie geht es weiter? Wir werden über Cherbourg nach Brest fahren, von dort aus über die Biscaya, ohne Autopiloten, aber mit Windfahne. Bis nach A Coruña, dann werden wir die portugiesische Küste runterfahren an die Algarve. Es freut uns, wenn euch der Film gefallen hat. Lasst uns einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und wenn ihr den nächsten Film nicht verpassen wollt, dann drückt auch bitte die Glocke. Vielen Dank.